Hallo, mein Name ist Daquila. Willkommen zurück zu Supremacy 1914 mit Grönland und der 100er Karte. Wir haben kurz vor Ende von Tag 48 und das hier ist die bekannte feindliche Flotte, die Flotte aus Kolumbien. All ihre Schlachter, ihre Kreuzer, ihre U-Boote, es müssten alle sein, genau, und ihre Invasionsarmee. Und da waren wir ja immer noch nicht sicher, wo die eigentlich hinwollen. Die waren ja erst hier gewesen, die Schlachter kamen dann hier drüben dorthin gefahren. Jetzt bewegen sie sich immer weiter nach Norden. Ich gehe davon aus, dass die wahrscheinlich nach Grönland wollen. Das ist wohl die Idee. Sie werden wahrscheinlich versuchen wollen, Grönland anzugreifen. Das heißt, wir bereiten uns für diesen Fall jetzt vor. Das ist zwar jetzt nicht ideal, aber es ist deutlich besser, als es hätte sein können. Denn wir haben zumindest ja bereits gesehen, dass da was kommt und haben in dieser Voraussicht bereits alle Gebiete, die betroffen sein könnten, entsprechend aufgerüstet. Natürlich nicht jetzt so gut, wenn wir nur ein Gebiet aufrüsten müssten, aber es ist besser als nichts. In Island werden die IBGs in einem Tag fertig. Ein Tag 20 Stunden, ein Tag 9 Stunden. Die werden also fast rechtzeitig einsatzbereit. Ein paar Truppen sind ebenfalls vor Ort, können dann lokal helfen. Island aber am wenigsten verteidigt, aber auch am ehesten noch expendable. Wenn die wirklich so einen großen Pulk an Truppen nach Island schicken wollen, dann be my guest. Grönland deutlich besser aufgerüstet, gute Festungen hier zumindest im Südsektor. Ein IBG ist bereits dort, eine etwas schlagkräftigere Armee ebenfalls und vor allem vier Provinzen mit Produktionskapazität, die täglich produzieren. Plus auch dort zwei weitere IBGs innerhalb von den nächsten ein bis zwei Tagen dann fertig. Die werden also auch halbwegs noch einsatzbereit für die Ankunft der Truppen, je nachdem wie schnell die jetzt sind. Dazu haben wir noch unsere sechs U-Boote, die sind zwar angeschlagen, aber in der Area, die können zumindest dann lokal was machen. Hoffentlich dabei helfen, diese Flotte zu versenken. Ich denke, das können wir hinkriegen, es wird verlustreich sein, klar. Aber die IBGs werden da auf jeden Fall helfen. Wir hatten außerdem Erfolg und haben zwei U-Boote versenkt bei Exeter. Die sind hier lang gefahren. Haben wir dann am Tageswechsel gestern per Spionage ausgemacht. Wir konnten dann direkt hier schießen mit den IBGs. Und den Feind dann dort entsprechend versenken in zwei Ticks. Das war super. Also weitere U-Boote versenkt. Hier kommen Einheiten aus Jakutien. Was genau die sind, wissen wir nicht. Das könnten Scary-Truppen sein. Die waren gestern noch hier gewesen. Also werden keine Kreuzer sein. Wir werden sehen, was es ist. Ich hoffe, keine zu große Armee. Mal gucken, was deren Plan ist. Vielleicht warten die auch hier nur für einen Angriff auf Irland. Kann auch sein. In allen Fällen sind wir überall relativ stark aufgestellt. Wir haben ziemlich viele Truppen jetzt hier rekrutiert. Bauen unsere Armeen immer weiter aus. Und wir bauen auch unsere Hauptstadt hier in Sheffield jetzt tatsächlich. Das heißt, wir können hoffentlich da irgendwie noch was draus machen, UK weiter schützen. Ich denke, das ist möglich. Ich weiß nicht, ob ich es gezeigt hatte, aber ich hatte einen Angriff durchgeführt mit knapp 30.000 bis mehr als 30.000 Infanteristen aus Exeter durch Frankreich über Nacht bis nach Marseille. Das Ziel war gewesen, Marseille einzunehmen und dann sogar noch einzuschiffen und die IBGs auf See zu zerstören. Das gelang uns nicht, der Feind hat schnell reagiert, aber muss selbst hohe Verluste hinnehmen. 64.000 Truppen aus Kolumbien wurden zerstört, wirklich ein Zeichen dafür, wie extrem geschwächt deren Truppen sind, viel besser unsere Truppen ausgebildet sind, viel bessere Moral, unsere Truppen kämpfen deutlich besser, eine Truppe macht hier 10 Feinde aus. Also der Feind ist hier in großer Schwierigkeit, musste sogar die Escort-Truppen anlanden, um dann uns anzugreifen. Und Marseille wurde auch entsprechend weiter zerstört, das heißt ihre Eisenbahn hier wurde wieder zurückgeworfen. Dementsprechend können wir diese IBGs hier weiter aufhalten. Mein nächster Plan ist jetzt mit unserem Jäger diese IBGs auf See anzugreifen. Das wird nicht so gut funktionieren, das macht nicht viel Schaden, aber besser als nichts. Vielleicht haben wir sogar eine Chance und können diese IBGs tatsächlich auf See versenken. Cool wäre es. Ich baue übrigens auch einen Bomber, der wird auch fertig sein. Das heißt, wir beginnen auch mit dem Ausbau weiterer Militärfähigkeiten. Nicht, dass wir eine Luftwaffe wirklich bauen können, wir haben da nicht viele Chancen. Aber nervig kann es zumindest sein. Aber wenn wir hier drüben sehen, dass die hier 50 Flugzeuge haben, Kolumbien, dann ist es wohl besser, wenn wir es nicht machen. Weil, ja, das ist schon eine ganze Menge. Derweil jedoch haben wir diplomatisch Erfolg gehabt. Und zwar hat Shanxi gesagt, ja, sie sind weiter da. Sie haben zwar selbst keine Hoffnung wirklich, aber sie werden zumindest versuchen, lokal was auszumachen. Es gab gestern den größeren Schlagabtausch. Ihre Luftwaffe gegen eine kolumbianische Armee, die MERV eingenommen hat. Die kolumbianische Luftwaffe wurde ebenfalls aktiv. Ist sie geflogen, das heißt, die waren hier alle beschäftigt. In der Realität hat Kolumbien hier drüben sehr viele Kräfte, die ja zum Glück hier abgelenkt sind mit Shanxi. Das ist gut für uns. Denn die wären sonst hier drüben und würden uns ärgern. Und solange Shanxi weitermacht, ist das für uns eine gute Sache. Shanxi meinte außerdem auch, sie haben gute Beziehungen mit Jakutien weiterhin. Sie würden also versuchen, die dazu zu überzeugen, mit uns zu spielen. Das wäre das Beste. Unsere Truppen, die hier frei würden, könnten einen Push starten durch Europa.
und wir könnten dann hier uns viel mehr auf Kolumbien konzentrieren. Die könnten auch von Norden an Kolumbien die Zange nehmen. Die müssten dann auf einmal versuchen, hier rauszukommen. Mit einem Angriff aus Shanxi und der KI von Bumba wäre das für Kolumbien hier drüben extrem kritisch. Und wir könnten sicher auch einen Push starten Richtung Frankreich rein. All diese Möglichkeiten bestünden, wenn eben Jakutien nicht hier unsere Truppen binden würde, weil bislang ja unsere größte Offensivaktion Jakutien gilt. Und somit der an Kolumbien einfach abprallt. Und das kann Kolumbien ja auch egal sein. Wir sammeln hier weitere Truppen. Das heißt, für uns ist das ein Problem. Wir müssen mal gucken, was wir damit machen können, also wie wir damit umgehen. Wir müssen uns auch wieder zurückziehen eventuell. Ich baue derweil einfach mal alles aus und hoffe, dass wir dann wieder einen neuen Angriff überleben können. Ich bin auch kurz davor, wieder einen Angriff zu starten auf Deutschland. Das heißt, wir werden dann mit Truppen hier Berlin wieder angreifen, versuchen, das wieder einzunehmen und den Feind hier aus diesen Gebieten rauszudrängen. Das sollte, denke ich, möglich sein. Ich hoffe es zumindest. Und dann können wir damit vielleicht auch hier wieder Druck machen auf Kolumbien. Und dann müssen sie eben wieder Truppen dorthin schicken. Also wir versuchen Kolumbien sehr aufzuteilen, dass sie nicht ihre Armeen sammeln können. Und vor allem, dass sie keine Moral gewinnen können. Aktuell tun sie es leider, weil sie Hauptstädte einnehmen. Auch die Hauptstadt von Kalifornien, Snake River, ist jetzt gefallen. Wird gegenangegriffen mit starken Truppen, die können das schaffen. Aber, you know, das ist natürlich für uns schlecht. Aber Kolumbien hat weiter hohe Verluste. Das Problem für uns jetzt in Amerika ist, dass Kolumbien genug Truppen gesammelt hat, um uns wirklich gefährlich zu werden. Sie haben ihre Truppenstärke über Nacht verdoppelt. Sie haben 500.000 Infanteristen aus dem Süden herangebracht. Das sind auch frische Truppen. Ihre Moral dadurch deutlich besser. Das ist ein Problem. Plus noch weitere Truppen kommen an. Auch da frische Kräfte. Insgesamt 1,2 Millionen Soldaten und Artis. 25 Panzer, 12 schwere Panzer. Das ist jetzt bedeutend mehr als vorher. Eine Trefferpunktezahl von 26.000. Wir kommen mit allem, was wir hier im Südsektor haben, so aktuell auf 9.000. Und das ist mit unserem starken Panzerwagenausbau. Mit dem hier oben kommen wir auf 10.600. Wir bauen weiter stark Panzerwagen aus. Hoffen, dass die was bringen. Aber wir werden das hier wohl nicht zu lange überleben. Also wir können davon ausgehen, dass wenn Kolumbien uns irgendwie besiegen will, sie es könnten, wenn sie sich Mühe geben würden wieder. Und wenn jetzt das mit Jakutien nicht klappt, wenn Shanxi keinen Druck machen kann oder möchte, dann werden wir hier keine Chance haben, Kolumbien auf lange Sicht zu besiegen. Ich hoffe weiter auf eine friedliche Lösung, dass sie uns vielleicht einfach beitreten lassen, dann der Krieg eben beendet werden kann, so dass wir ihnen eben den Kampf geboten haben, den sie wollten. Aber das liegt ganz bei ihnen inzwischen. Also gerade Amerika wird sehr schwer zu verteidigen sein. Da können wir eher einen Rückzugskampf angehen. Aber aktuell lassen sie uns weiterhin unsere Provinzen haben. Wir produzieren weiter und werden somit immer stärker. Und das zumindest ist gut, weil wir so immer mehr Kampfkraft entwickeln und dadurch dann es für sie noch schwerer machen können. Jeder Tag, den wir haben, der bringt uns was. Sie produzieren langsamer insgesamt als wir. Sie bringen auch ihre Kräfte langsamer an die Front als wir, weil sie den Überblick verlieren über ihre Einheiten. Das heißt, wir haben mehr Chancen, das zu gewinnen. Und das Gute aktuell ist ja auch, dass sie hier unten gar nichts mehr haben. Also das hier ist wirklich alles, was sie hier haben. Das hier sind all ihre Kräfte in Amerika. Wenn wir die besiegen könnten, würde vieles anders aussehen. Und die KI von Kalifornien macht jetzt ja auch Druck. Die hat zwar nicht viele Truppen, aber die macht Druck. Das ist also auch nicht schlecht. Von daher, man sollte nie zu viel aufgeben. Wir haben ja bereits vorher schon so ein bisschen pessimistisch gehandelt. Das war eigentlich gar nicht nötig. Der Feind hat sich bislang schlechter angestellt als gedacht. Und die Kämpfe in Europa sind ja für Kolumbien eine Katastrophe. 67.000 Truppen gefallen. Ja, das ist absurd viel. Ne? Das ist wirklich, also... Wir machen da schon eine gewisse Menge Schaden. Ne? Also unsere Kräfte haben deutlich mehr Moral. Wir können mit unseren Kräften da viel mehr machen, als sie machen können. Ich darf halt nicht zu viel davon verschwenden, aber wenn wir unsere Kräfte hier entsprechend offensiv einsetzen, dann ist das für sie schon ein Problem. Da helfen auch ihre EBGs dann nicht mehr. Also wir werden Kolumbien gerade in Europa ziemlich jagen können, weil einfach ihre Truppen überall so zerstört sind und wir haben frische, hochmotivierte Einheiten. Unsere Heeresgruppe hier drüben in jetzt inzwischen Russland, vorher im Baltikum, wird dann jetzt erstmal Twer angreifen. Wir werden weiter gegen Jakutien Druck machen. Wir werden Vologda angreifen. Wir werden dort ihre Heeresgruppe bombardieren, um diese auszuschalten. Wir könnten auch einen Push starten gegen Kolumbien, das wäre auch möglich. Aber ihre Armee hier macht mir nicht wirklich Sorgen. Die hier schon eher, wenn die mal kommen würde, aber die hier nicht wirklich. Die ist eine Infanterie, die stark angeschlagen ist. Das tut uns nicht so viel. Und wir werden weiter unseren Plänen festhalten, hier entsprechend eben einen Push zu starten durch Deutschland. Wir werden wieder Monio aufrüsten. Dieses Mal auch machen wir das so, dass wir hier in Finnland mehrere Linien bauen. Die erste Linie geht dann um Mikkeli und Kem. Ich habe auch überlegt, Petrozavodsk und Petrograd auszubauen. Das würde dann als nächstes folgen. Ich muss hier noch Infanterie hinschicken, sehe ich gerade. Habe ich da noch was frei? Habe ich nicht. Dann müssten die das machen oder die. Nee, dann müssten die das machen. So, bitte einmal, hallo, bitte einmal 9.000 Truppen oder weniger geht auch. 7.000 nach Petrograd.
Damit können wir dann hoffentlich auch Kuopio schützen, vielleicht noch ein paar weitere Fabriken hier bauen, obwohl das erstmal ein Langzeitprojekt wäre, wenn man aktuell nicht die Ressourcen, um noch eine weitere Produktionsprovinz aufzuziehen. Wir haben ja Schweden bereits ein bisschen aufgebaut, Norwegen ebenfalls, der Hafen ist fast fertig, also alles top, wir erhöhen unsere Produktion, gewinnen diese ganzen wertvollen Provinzen zurück, auch Tver mit der Nahrung, Achtjangels mit dem Fisch, Doppelholz, Doppelstahl, also der Push hier war wichtig, dass wir das verteidigt haben, war unfassbar wertvoll. Sonst wäre das jetzt weg gewesen, wir hätten hier drüben Druck. Ohne diesen ganzen Provinzen wäre alles deutlich schwerer gewesen. Das hier hat unser Ende deutlich verzögert. Und wir haben noch mal ein bisschen Hoffnung. Mora kann noch weiter ausbauen. Wir könnten hier theoretisch ja auch ein Eisenbahngeschütz bauen. Bräuchten wir eine Eisenbahn für natürlich. Aerodrome sind auch nicht verkehrt. Lasst mich überlegen. Die Baracken sind auch nicht schlecht. Das ist eine gute Produktion von Infanterie. Doppelholzprovinz sowieso. Eisenbahn ist aber auch geil, gerade wegen dem Holz. Wir kaufen mal Holz ein oder verkaufen erstmal was anderes. Wir haben aber nicht viel zu verkaufen. Das ist alles sehr teuer hier. Also unsere Produktion kommt jetzt wirklich an seine Limits. Da ist nicht viel mehr zu machen. Wir haben jetzt unsere Reserven quasi aufgebraucht zum größten Teil. Die Spionagekosten tun ihr Übriges, obwohl die langsam auch sinken, weil Spione gefasst werden. Ja, es ist schwierig, ne? Es ist nicht easy. Wir müssen gucken, also wir können nicht mehr unsere täglichen irgendwie 5 IBG-Beaufträge ausführen. Das geht nicht mehr mit dem, was wir hier an Kosten haben, auch für Infrastruktur. Das ist alles nicht so leicht. Und auch weil diese Provinz jetzt wieder Ressourcen kosten, müssen wir alle schützen. Hauptstädte gibt es keine mehr zum Einnehmen. Dementsprechend, ja. Was mich aber interessieren würde, wäre die Possibility von einem random Angriff auf Kolumbien hier, der Hauptstadt. Das wäre theoretisch möglich, wenn die nicht aufpassen. Das ist ja gar nicht so weit weg hier, ne? Das ist ja alles sehr erreichbar. Ihre Moral immer nicht perfekt. Da käme man ja theoretisch fast durch, weil sie hier keine Ballons haben und hier auch nicht. Da könnte man hier sich durchmogeln. Sie würden dann einen hier sehen. Aber das wäre erst sehr spät. Da hätten wir schon vorher längst jemanden schicken können. Sie würden einen erst hier sehen. Und dann ist die Frage, ob sie das tatsächlich erkennen würden oder nicht. Ob sie jeden Tag hingucken. Da kann man immer so ein bisschen Glück haben. Das wäre sicher nicht falsch gewesen. Sie haben noch eine Flotte hier drüben, aber sie haben jetzt keine weiteren Schiffe mehr, die ich sehe. Sie haben, glaube ich, all ihre Schiffe jetzt im Einsatz. Also ihre gesamte bereits existierende Flotte wurde versenkt, bis auf diese letzten Schiffe hier. Die können wir aber auch besiegen. Wir werden dann hier sehr bald nämlich 4 EBGs haben. Die werden relativ gut reinzwirbeln. Mit den U-Booten dann kann man das angreifen. Die würden dann relativ schnell zerstört werden. Da würde zumindest nicht viel von überbleiben. Dann kann man sich auch um diese Truppen hier kümmern. Das sind ja immerhin 53 Panzer. Das ist schon eine ganze Menge. Jetzt wünsche ich mir hier mehr EBGs herbei. Jetzt ist aber auch schon zu spät, die hinzuschicken. Wir hätten theoretisch die da hinlassen können. Die haben bislang hier drüben nicht viel beigetragen, bis auf die Schlachtschiffe zu versenken. Das war aber auch gut gewesen. Und hier ist jetzt auch ein EBG. Müssen wir also bedenken, dass die hier auch Eisenbahnen bauen können. Wir müssen hoffen, dass unsere EBGs genug sind. Wir können die dann auch ins Landesinnere zurückziehen. Das Doofe ist, wir haben keine so guten Straßen dafür. Leider gibt es von Anatolik nur Küstenstraßen. Also alles hier ist in Reichweite von Schlachtschiffen. Diese Straße hier ist die einzige, die es wirklich könnte. Die wäre auch noch in der Möglichkeit, feindliche Schiffe zu beschießen. Wir müssen uns dann quasi beeilen, weil wir in der Stadt verbleiben und mit den EBGs dort schießen oder uns zurückziehen. Aber ich denke, dass wir relativ schnell gewinnen können. Das heißt, dass wir relativ schnell, wenn wir dann Feuer öffnen, mit 4 EBGs Schaden machen können. Dann schicken wir die U-Boote in Nahkampf, halten sie dadurch auf, also verhindern, dass sie unsere Truppen beschießen. Unsere Provinzen und können die dann hoffentlich in 4-5 Ticks zerstören, also wie 5 Stunden. Unsere U-Boote werden vielleicht 2-3 Ticks aushalten. Währenddessen können die EBGs feuern, das wäre relativ viel Schaden. Es würde vielleicht was überleben, weil die volle Moral haben, aber sie würden dann ziemlich schnell auch perishen. Wir könnten noch versuchen, nochmal ein U-Boot zu bauen. Das wäre eine andere Option gewesen. Jetzt ist es dafür zu spät, weil wir keine Häfen mehr haben. Höchstens hier unten, die könnten das machen. Jetzt haben die nochmal ein weiteres Pferd gebaut, das ist gut. Ist noch ein Panzerwagen fertig geworden. Die sind ja auch sehr gut für uns, die Panzerwagen. Die helfen wirklich sehr. Aber Ressourcen für ein U-Boot haben wir jetzt auch nicht mehr wirklich. Ne? Das ist jetzt. Ja, das käme auch nicht rechtzeitig an. Ein Tag, 8 Stunden plus nochmal fast ein Tag Reisezeit. Das sind fast 3 Tage oder 2,5 Tage. Das reicht nicht. Das heißt, wir bauen hier lieber weiter Panzerwagen aus. Oder Kavallerie geht auch, aber Geld ist gerade ein bisschen im Mangel. Ja, wir verkaufen mal ein bisschen hier und bauen weitere Panzerwagen. Die sind zumindest halbwegs kosteneffizient, weil sie uns eben schnell, wirklich sehr, sehr schnell, die Möglichkeit geben, Hitpoints zu kaufen quasi. Ein Panzerwagen oder 2, hier haben wir schon 120 Hitpoints.
Das heißt, da kommen wir ziemlich zügig dann an mehr Hitpoints, deutlich mehr als Infanterie, und können somit ihre Hitpoints ausgleichen und somit eine Chance haben, wenn sie es angreifen im Nahkampf in der Festung, tatsächlich da relevanten Schaden zu machen. Sonst würden wir überrannt werden, aber so kann man tatsächlich ganz gut sich verteidigen. Das ist immer sehr wichtig, dass man eben nicht dann einfach kollabiert. Wir haben auch eine gute Moral ansonsten, obwohl die jetzt ein bisschen am Struggeln ist. Sollte ich in die Provinz reingehen? Hier eigentlich nicht. Das machen wir mal nicht. Wir gehen da nicht rein. Ich werde meine Armee so nicht wasten. Wir ziehen uns da zurück. Wir lassen aber 7000 Truppen da als Garnison. Weil jede Provinz, jeder Meter eigenes Land hilft ja auch. Wenn wir das eben kontrollieren hier, dann müssen sie erstmal durchlaufen. Wieder fast einen Tag gewonnen. Ne? Das ist ja eine ganze Menge. Das heißt, wir gewinnen jeden Tag mehrere Tage an Zeit, um weiter uns vorzubereiten. Jeder Tag Vorbereitung für uns ist unfassbar wertvoll. Und genau das gelingt uns gerade. Also ja, viel ist los. Hoffnung haben wir weiterhin. Es kommt halt sehr auf Shanxi und Yakuzin an. Was machen die? Werden sie vernünftig sein? Können wir damit Kolumbien in die Zange nehmen? Wir können tatsächlich gewinnen. Ich bin da sehr positiv. Es muss halt schnell gehen, weil der Feind jetzt weiß, wo es für ihn zu schwer ist und die Risiken nicht eingeht. Und stattdessen versucht überall uns zu testen. Also sie könnten einfach hier landen zum Beispiel. Warum machen sie es nicht? Sie könnten das hier einnehmen, wenn sie wollen. Das wäre für uns super bad. Sie könnten es machen, ne? Wir hätten keine Möglichkeit, das irgendwie zu stoppen. Das heißt, der Feind hat da sehr viele Optionen und kann uns wirklich sehr gefährlich werden. Wir müssen gucken, was da passiert. Ich hoffe einfach, dass eben schnell eine Lösung gefunden werden kann. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge.